Hallo zusammen, willkommen beim Monatshaul. Ist wieder soweit. Ich habe fleißig eingekauft. So, wir fangen mal an bei oben. Genau, wir fangen mal an mit den Haaren. Mit einem Produkt, was ich mir nachgekauft habe, was ich schon einmal leer, einmal in Benutzung habe. Und das ist meine Backup-Reserve. Das kaufe ich immer und immer wieder. Und ja, Got to be Too Sexy Big Volume Haarspray. Ich liebe es. Es riecht gut, es hält gut, es ist klasse. Nachkaufprodukt schlechthin momentan. Ja, ich nehme mir am besten hier gleich mal so einen Beutel und tue das immer gleich da rein. So, dann ist hier wenigstens ordentlich und aufgeräumt. Dann gekauft habe ich mir auch noch ein Produkt nach. Und zwar das Balea Trend It Up. Ungebremster Extreme Styler. Das benutze ich super gerne. Als Abschluss, als Finish für meine Frisur, für hier unten den Bereich. Funktioniert auch oben, auch Pony und so. Das finde ich super. Ich mag es. Einmal ist es so gut wie leer, deswegen nachgekauft. Dann gekauft Glisskur Million Gloss Crystal Öl. Das ist dieses gute Stück hier. Ja, ne? Soll halt schimmernden Glanz und millionisierte Lichtreflexe ins Haar zaubern. Das ist so, wenn du mal Disco-Nacht machst oder so. Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht oder ob das ziemlich sinnlos ist. Dann, weil ihr wisst ja, Haare neue Farbe, auch wenn sie jetzt schon langsam wieder ein bisschen rausfällt. Aber das ist ja bei Rot immer so. Syos, ich probiere es mal mit Syos wieder. Das ist schon für mich ein großer Schritt, weil Syos hat bei mir bisher immer die Haare zum schnellen Erfetten gebracht. Und ja, diesmal Farbversiegelungs-Haar-Bart-Shampoo für koloriertes Haar. Wir geben ihm eine Chance. Wir werden schauen. Ich gebe ihm eine Chance. Mal gucken, ob gerechtfertigt die Chance verdient war oder nicht. Das werde ich rausfinden. So, machen wir weiter. Mit Haare sind wir durch. Shampoo habe ich keins gekauft. Weiter. Da ist nichts mehr. Ich habe aber fürs Gesicht habe ich Alverde 3 in 1 Reinigungsschaum Limette Apfel. Ich gestehe, ich wollte dran vorbeigehen, ich wollte es nicht kaufen. Aber hey, Apfel. Und Äpfel sind grün und ich liebe grün. Also, nein, ich liebe eigentlich den Duft von Apfel, das ist alles. Und es ist mattierend und passt damit genau auf meine Gesichtshaut, weil die Creme hier ist mattierend. Die habe ich gleich mitgenommen dazu. Und es ist für Mischhaut und daher kann ich ja mal ausprobieren. So, daher war ich neugierig. Bin gespannt halt einfach. Dann brauche ich wieder Reinigungstücher, wird wieder Zeit. Die gehen ja bei mir weg wie warme Semmeln, wollte ich gerade sagen. Die gehen so schnell leer, das ist unglaublich. Die brauche ich so häufig. Und ja, super. Ich brauche die halt und ich mag die und ich finde die toll. Und weil ich immer gute Laune habe, so ziemlich, also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal schlechte Laune habe, und selbst da bin ich noch sehr umgänglich, habe ich mir eine gute Laune-Maske gekauft. Also wenn ich dann mal schlechte Laune habe, die und dann hoffe ich, dass ich gute Laune kriege. So. Dann habe ich. So, was kommen, nehmen wir denn zuerst? Körper oder Hand? Wir nehmen zuerst Hand. Und zwar habe ich von Palmolive dieses Magic Softness Duftschaumseife mir mal mitgenommen. Die sah einfach interessant aus. Kann man die aufdrehen? Dann kann ich mich mal schnuppern. Sie riecht auch sehr dezent, fruchtig. Herrlich. Muss wohl Himbeere drin sein, jedenfalls nach dem Motiv zu schließen. Daher, ich bin gespannt. So, dann kommen wir mal zum Duschen, würde ich sagen. Kommen wir mal zum Duschen. Was wäre denn Haul ohne Duschgel? Da haben wir einiges diesen Monat. Da haben wir zum Beispiel Balea Cremeöldusche, Traubenkernöl und Pistazie. Warum? Ist grün. Nein, ich mag Pistazie, das ist alles. Ich mag Pistazie. Und es riecht lecker. Es riecht super, super lecker. Es riecht wirklich toll nach Pistazie. Und ich hoffe, dass es dann beim Duschen auch einfach schön ist. Und es ist so ein typisches Winterduschgel, würde ich sagen. Ja, daher passt es auch unheimlich gut. Es ist draußen schon recht kühl. Und daher, ja, happy, das mitnehmen. Hm? Winter, schön, kann kommen. Meine Hunde sind gerade nach Hause gekommen, ganz alleine, haben Schlüssel genommen. Und ja. Wenn es also jetzt hier Gequietsche gibt, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich Cremeöl-Duschpeeling mit himmlischen Apfelzimtduft. Ich bin so ein richtiger Apfeljunkie. Und daher
Das riecht wirklich mega gut in der Kombi. Ich hatte noch nicht im Laden dran gerochen. Ich habe nur gesehen, oh, grün, meins, Apfel, geil. Aber es hat sich gelohnt. Es riecht wirklich gut. Es riecht herrlich. Wunderbar. Ja. Schön. Den Kauf werde ich definitiv nicht bereuen. Dann mitgenommen von Kneipp, streichelzarte Berührung. Ich finde ja die Namen von den Kneipp-Duschgelen unheimlich genial gemacht. Sind ja wirklich schön gemacht. Die verkaufen nicht, was drin ist. Hier ist nämlich Bambusmilch und Traubenkernöl drin. Das hört sich erstmal sehr unsexy an. Aber streichelzarte Berührung. Ey Leute, das ist doch, das ist Marketing vom Feinsten, oder? Hier wird ein Bedürfnis, ein Gefühl vermittelt und nicht Bambusmilch und Traubenkernöl. Ist wirklich unsexy zu verkaufen. Aber riecht grandios. Es riecht mega grandios. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass es eine frische Note ist. Dass es wirklich eine frische Note ist. Es riecht wirklich super interessant. Frisch, nicht schwer. Es riecht nicht cremig, obwohl ich das bei Bambusmilch eigentlich erwartet hätte. Es riecht irgendwie frisch. Naja, streichelzarte Berührung. Riecht jetzt auch, klingt jetzt auch nicht unbedingt nach frisch, aber hey, cool gemacht. Ich mag Kneipp. Ich mag die Kneipp-Sachen sehr. Sie sind vom Duft her sehr, sehr angenehm. Sind natürlich preislich ein bisschen höher angesiedelt, aber sie riechen wirklich göttlich. Also wirklich. Bei Kneipp habe ich, glaube ich, noch nicht einmal erlebt, dass mir irgendetwas vom Geruch her, was Duschgel angeht, nicht gefallen hätte. So, noch zwei Duschgele und zwar von Balea, die einfach nur stylisch aussehen. Die sehen nach jung aus. Die sehen einfach nach Teenager aus. Die sind einfach designtechnisch irgendwie saucool. So, haben auch mega geile Farbe, muss ich mal sagen. Orange und Pink. Orange und Pink hat was. So, Street Art Showergel mit Orangenduft. Orange. Zitrone, Orange, Apfel, das sind so meine Düfte, echt. Oh, sehr süß, sehr, sehr süß. Erst kaum wahrnehmbar und dann sehr süß. Aber nicht uninteressant. Und Beerenduft ist bei dem Pinken. Das finde ich besser. Beerenduft hat eine frischere Note, riecht auch nicht zu süß. Ist immer noch süß, aber nicht zu süß. Die Orange riecht ein bisschen wie halt Sweet Orange, also wirklich ziemlich süß. Aber die Beere riecht wirklich fruchtiger statt süß. Daher gefällt mir schon mal besser vom Duft, werde ich aber beim Duschen dann noch feststellen, was davon dann wirklich schöner ist. So, jetzt hat man geduscht, was macht man dann? Immer noch duschen. Und zwar, nehmen wir jetzt mal ein Produkt außer der Reihe hier, macht man eigentlich vorm Dings, aber kann man mal halten, wie man will, weil es ist auch zum Waschen, es ist nämlich Reinigung und Rasur. Und zwar CD Sensitive Schaum. Das ist Intimwaschschaum und Rasurschaum. Also für die Bikinizone und gleichzeitig zum Waschen. Gute Kombi. Warum ist da noch nicht früher mal einer drauf gekommen? Jetzt mal ernsthaft. Ich finde das eine saugeile Innovation eigentlich. Weil da ist, ich habe sowas bisher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ich meine, gut, ich bin jetzt erst seit 3 Jahren in der Beauty-Sache dabei hier so, um mich damit auseinanderzusetzen. Aber Intimreinigung, Körperrasur allgemein, ja, das als eins hätte man viel früher drauf kommen können eigentlich, oder? Das sind so Sachen, an die denkt man einfach nicht und dann kommen sie plötzlich auf den Markt. Finde ich gut, deswegen gucken, ob es funktioniert, werde ich euch Bescheid geben. Finde ich wirklich gut. So, jetzt sind wir fertig mit Duschen. Nein, sind wir noch nicht, weil wenn ich rasieren will, dann brauche ich auch Rasierklingen. Schönes Angebot. 2 kaufen, 1 gratis. Lady Protector Klingen ist mein Lieblingsrasierer, daher mal gekauft. So, jetzt sind wir aber endlich fertig mit Duschen und Rasieren. Jetzt können wir uns abtrocknen. Nee, können wir nicht, weil es gibt Balea Dusch Body Milk. Da bleiben wir noch in der Dusche. Ja, war klar, dass das kommen muss, kommen wird. War logisch, Nivea fängt an, Garnier zieht nach, Balea kommt nun auch mal in eine Pötte. Ja, wurde auch Zeit für trockene Haut in Blau. Bisschen an Nivea wahrscheinlich angelehnt. Ich rieche nichts. Ich rieche gar nichts. Ich tue mir jetzt einfach mal ein bisschen davon auf der Haut. Wird ja nicht schaden. Es riecht auch ein bisschen wie Nivea. Aber besser als das. Es riecht ein bisschen wie die Nivea-Creme. Ja, es riecht wirklich wie die Nivea-Creme. Aber nicht wie die Nivea Body Duschbody-Dings. Da, Quatsch. In-Dusch-Body-Lotion. Es riecht wie die normale Nivea-Creme. Ziemlich ähnlich, ja? Ziemlich ähnlich. Ja, mal gucken, wie es dann in der Dusche sein wird.
Wer jetzt dieses In-Dusch-Zeug, diesen Trend nicht mag, der wird sich jetzt freuen, weil ich habe auch noch altmodisch ganz normale Körpercremes gekauft. Und zwar eine reichhaltige von Alterra, Bio-Granatapfel und Bio-Shea-Butter. Ja, gegen Anti-Austrocknung und Anti-Rauheit. Was für Wortkreation. Granatapfel und Shea-Butter. Shea-Butter, wie riecht denn das? Oh, lecker. Lecker. Der Granatapfel kommt sowas von durch. Lecker, es riecht lecker. Oh, ich möchte es essen statt Creme. Ehrlich, super mega lecker. So, jetzt haben wir hier noch zwei Pöttchen. Und zwar von Synergen, Bodybutter. Einmal Fruchtsafari und Himbeere. Fruchtsafari, Himbeere. Die hier ist eindeutig fester. Hier wackelt es. Kein Wunder, das eine ist Butter, das andere ist Mousse. Das heißt, sie erfüllen schon mal ihre Konsistenz. Was draufsteht, ist dann dementsprechend wohl auch drin. Wenn das jetzt andersrum geklungen hätte, wäre schlecht gewesen. Sehr patschig, das Body Mousse. Riecht sehr süß nach Himbeere, aber angenehm. Riecht fruchtig, angenehm, schön. Gefällt mir, wie gesagt, ein bisschen süßlich. Wird mir wahrscheinlich nach kurzer Dauer schon too much sein vom Duft, aber mal ausprobieren. So, hingegen Fruchtsafari hatte ich im Laden schon gerochen. Mache ich jetzt auch direkt mal auf. Da werde ich total drauf abfahren, wette ich drauf. Wie gesagt, im Laden hat es mir total gefallen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Es erinnert mich an ein früheres Deo, was ich mal hatte von Synergen. Das roch genauso. Das war so ein Exotik-Deo. Es riecht wirklich nach purem Fruchtcocktail. Purer Fruchtcocktail. Absolut geiler Mix. Sehr exotisch. Riecht mega lecker. Nicht wie Multivitaminsaft, aber fast. Oh, lecker. Wirklich gut. Sehr schön. So, jetzt haben wir uns eingecremt, geduscht haben wir, Haare sind gewaschen, Bodylotion ist benutzt. Jetzt brauchen wir Deo. Deo ist immer gut. Da haben wir zum Beispiel das frische Deo Granatapfel, wenn man denn hier zum Beispiel das Granatapfelzeug benutzt hat. Sehr praktisch. Daher passend dazu. Jetzt müssen wir noch richtig rumsprühen. So. Riecht auch frisch, aber riecht alles andere als nach Granatapfel. Ich weiß nicht, nach was es riecht, aber es riecht nicht nach Granatapfel. Nö, für mich riecht das kaum nach Granatapfel. Das riecht nach ganz normalem frischen Deo-Mix. Und also nicht schlecht, riecht nach einem weiblichen Deo, aber eben nicht fruchtig. Nö, riecht eher blumig, riecht nicht fruchtig. Sorry. Ne, das ist eher unpassend. Da ist man dann ein bisschen irritiert, wenn man plötzlich nicht nach Granatapfel riecht. Dann von Balea Street Art gibt es das mit Beerenduft auch nochmal als Deo. Angenehm, angenehm, angenehm. Ein frischer Beerenduft gefällt mir. Das sagt mir zu. Durchaus. So, und dann haben wir hier Romantic Star von Balea und Perlenzauber. Romantic Star riecht mild, cremig. Nee, nicht orientalisch. Eher cremig, mild, ja. Minimalst frisch, sehr weiblich. Oh, stelle ich mir für einen Abend sehr schön vor. Und Perlenduft? Puh, da bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Nein. Ah, ist gut. Hm. Ja, doch, doch, wird. Aber da muss man schon mögen. Also, das ist so ein Mix. Puh, schwierig, schwierig, schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie man... Es erinnert mich irgendwie an einen Duft im Nagelstudio. Ich weiß aber jetzt nicht, ob wegen der Tinktur, die man benutzt, die dort die Flüssigkeiten, oder ob es daran liegt, weil meine Nagelstudio-Tante so ein Deo hatte oder so ein Parfum. Nein, es riecht wirklich wie dieser frühere Nagellack. Ich hatte einen Nagellack, der so duftete, jetzt ohne Mist. Tatsache. Das riecht wirklich wie einer meiner früheren Nagellacke. Cool. Komische Kombi. Ob man so duften will, ist jetzt mal dahingestellt. Also es riecht nicht total schlecht, aber hätte ich im Laden schon dran gerochen, hätte ich es wahrscheinlich stehen lassen. Muss ich gestehen. So, jetzt kommen wir mal zu unterst zum Körper, und zwar zu der Füßchen. Ich habe mich hingestellt und, ja, ich stehe oft auf meinen Füßen, das stimmt schon. Nein, ich habe mich im Laden hingestellt, und da ich momentan so ein bisschen meinen Schuhschrank gemacht habe
und so ein bisschen gucke, was für Schuhe kannst du denn jetzt aktuell tragen. Und momentan geht es sogar, dass ich habe sogar wieder ein paar mit Absatz, was ich tragen kann, was schön ist, das ist herrlich. Aber ich habe noch so ein paar Schuhchen, die schon etwas länger im Schrank stehen, die ich nie getragen habe, weil da irgendwo was drückte oder sonst wie, keine Ahnung. Und dann hat man plötzlich eine Blase sich gelaufen. Und das sind so die typischen Schuhe, die dann im Schrank irgendwann verenden. Ja, da kann man aber vorbeugen oder vorsorgen und sie trotzdem mit der Zeit tragen. Da gibt es hier so Schuhpad-Einlagen, da gibt es Druckstellenschutz, hier gibt es auch Schuhpads zum Beispiel und dann gibt es einen Fersenschutz und dann gibt es Heel Protection Pads, davon habe ich gleich zwei mitgenommen und hier gibt es auch nochmal Schuhpads. Ja, jetzt würde er sagen, was braucht denn die Conny so viele Schuhpads? Die Conny ist Diabetikerin. Die Conny muss auf ihre Füßchen aufpassen. Deswegen ist das gar nicht verkehrt, da mal ein bisschen vorzusorgen und mit den Schuhen, weil wenn ich mir eine Blase laufe oder eine Wunde an den Füßen, das dauert, bis die verheilt, weil man hat als Diabetiker eine Wundheilstörung. Und das ist nicht angenehm, das macht keinen Spaß. Also lieber Vorsorge als dumm aus der Wäsche gucken, wenn es zu spät ist. Ja. So, jetzt habe ich ja die letzten Male mein Make-up immer in einem Extra-Haul gezeigt. Da haben sich jetzt ein paar beschwert. Das würde so nicht gehen. Ich swatche euch das jetzt hier nicht, weil das auch mit der Kamera keinen Sinn macht. Aber ich zeige es euch kurz. So, wer also jetzt noch Kosmetik sehen wollte, könnt ausmachen. Schönen Tag, habt's gut, alle gut. Preise wie immer auf dem Blog. Wer jetzt noch Schminke sehen will, bleibt dran. Denn jetzt kommen wir zum Schminkkram. So, da haben wir einmal Manhattan Clear Face BB Cream. Ich sammle immer noch für meinen BB Cream Test, obwohl ich schon fast fertig bin eigentlich. Aber es kommen immer noch BB Creams hinzu. Spontan entschließe ich immer noch eine dazu zu nehmen. Ist die Farbe hell und ein Lipgloss war mit dran. So, ups. Jetzt ist mir schon wieder runtergefallen. Arme Shira, erschrick dich nicht. Dabei wollte ich nur eine Tüte greifen, um das dann da reinzutun. So, dann habe ich Superstay 24 Waterproof Powder in der Farbe 20 Cameo gekauft. Das ist ein Nachkaufprodukt. Das andere ist schon ziemlich leer. Noch nicht ganz, aber irgendwann landet es im Kosmetikmod. Dann gab es die LE von Essence Metal Glam. Da habe ich zugeschlagen und habe den Highlighter mitgenommen. Habe den Blush mitgenommen in der Tube, habe den Lipgloss in Lila und einen Nagellack auch in Lila ebenfalls. Der Petal to the Metal oder so oder ähnlich. Bei Essence allgemein habe ich noch Nail Art Glow in the Night mitgenommen, so ein Nagellack. So, und dann habe ich von der LE gekauft, von Essence, die gerade irgendwie überall steht, egal wo. Ich gucke, ob im Rossmann, ob im DM, egal in welchem Rossmann, das Ding ist unangetastet. Die Leute kaufen es nicht. Und zwar Beauty Beats, das Ding mit Justin Bieber, vielleicht genau deswegen, ich weiß es nicht. Die Leute kaufen es einfach nicht. Die Dinger sind unangetastet, also komplett voller Aufsteller, tagelang. Also ich habe den Aufsteller jetzt hier im DM bei uns, hier unten, schon über eine Woche. Und es ist wirklich nichts weg. Also entweder wird das Ding so megamäßig nachgefüllt, oder es wird einfach nie gekauft. Ich verstehe es nicht. Ich finde sie gar nicht so schlecht eigentlich. Nicht so uninteressant. Weil ich habe ein bisschen was mitgenommen. Ich habe das Schimmerpuder mitgenommen, weil ich finde, das sieht auch so sehr nett aus vom Design, oder? Findet ihr nicht? Findet ihr nicht, dass es vom Design... Ich finde, das sieht vom Design gar nicht so schlecht aus. Ach so, ich finde es nicht uninteressant. Dann habe ich noch den Blush mitgenommen. Ups, da fällt er schon runter. Den Blush. Und mir hat es dieser lila Lidschatten. Ich habe momentan so einen lila Flash. Mir hat es dieser lila Lidschatten angetan gehabt. Also, ich finde den lila Lidschatten gar nicht uninteressant. Und dazu dann noch Lipgloss und zwar hier den in grün und in rot. Ja, also, ich weiß nicht, aber irgendwie scheint das nicht so. Vielleicht schreckt der Biber ab, ich habe keine Ahnung.
Dann noch von Alterra gibt es ja momentan diese Wellness-Nagellack-Dinger da. Nagelhärter und Kur, Bio, Erdbeere und Keratin habe ich mir mitgenommen. Dieses kleine Nagellack-Zeug. Und heute entdeckt bei uns im DM. Im DM entdeckt von Catrice die Arts Collection, den Aufsteller. Da gibt es 3 Collections, die man kaufen kann. Und ich habe alle 3 mitgenommen, weil die sind einfach richtig schick. Die sind richtig schick. Das wäre Nummer 1. So sind die Farben. Passend dazu Nagellack. Nummer 2 haben wir hier auch. Das wäre hier, wie gesagt, so sieht's aus. Und das sind die Farben. Und natürlich, auch dort gibt es wieder passend einen Nagellack. Und dann haben wir noch Nummer 3. Ein grüner Mix, ein schöner grüner Mix. Und schaut so aus. Die Farben, ja. Also da bin ich einfach nur mega begeistert und natürlich auch wieder den Nagellack passend dazu. Von diesen Sets, die kosten 7,95 das Set. Ich finde die Paletten cool. Die Paletten finde ich richtig geil. Die sind auch, die sehen auch einfach schick aus. Die sehen schick aus, die Zusammenstellung ist cool. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Da habe ich dann mal zugegriffen. Ja, das war mein Monatshaul. Ist er schon. Und ja, vielleicht waren ja ein paar nette Produkte für euch dabei. Ich freue mich aufs Durchprobieren, Benutzen, Machen, Tun, Experimentieren. Seitdem ich meine Schminkecke habe, experimentiere ich auch mit Schminke viel mehr rum. Das macht wirklich Spaß. Ich probiere mich momentan durch alle möglichen Foundations, die ich stehen habe. Ja, das ist schön, wenn man alles so an seinem Platz hat und dann wunderbar mal da zugreifen, bunt zusammenstellen. Das macht Spaß. Ja, mehr kann ich euch jetzt gar nicht erzählen. Und das war auch schon mein Haul. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten. Tschüss!